Servus liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Low Ready Media. Mit einem kräftigen Weidmann-Teil begrüße ich euch von der Dortmunder Westfalenhalle auf der Jagd und Hund 2020. Stehe ich hier am Stand von Waffenschuhmacher zusammen mit dem Stefan. Stefan, grüß dich. Grüß dich, hallo. Stefan, Jagd ist ja, könnte man meinen, das vorherrschende Thema hier. Absolut, absolut. Und mit der Marke Brenner ist Waffenschuhmacher ja jetzt in den Jagdmarkt mit eingestiegen. Letztes Jahr habt ihr das Feld schon gut beackert und dieses Jahr gibt es was Neues. Genau, so ist es. Unsere neue Brenner-Büchse, die BR20. Wir haben ein sehr schönes Gewehr aus Stahl und Holz, so wie es der Jäger auch mag. Ja, was haben wir hier Schönes? Das Gewehrchen hat einen 51 cm Lauf. Hier vorne haben wir ein Gewinde M15x1 für einen Schalldämpfer. Die Waffe gibt es mit und ohne offene Visierung, sodass man halt auch einen Overbarrel-Schalldämpfer auf diese Waffe bringen kann. Sie hat ein 5-Schuss-Magazin im Lieferumfang. Es gibt auch zusätzlich im Lieferumfang ein 3-Schuss-Magazin. Im Lieferumfang mit drin, ja, gleich zwei Magazine. Eins in der Manteltasche, eins in der Waffe. Ja, klassisch eine 3-Stellungssicherung, die wir haben. Den Verschluss aus Stahl. Der Verschluss verriegelt auf 3 Warzen. Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ne? Super schön. Also der Verschluss läuft wie Butter in dem System drin. Ja, wir haben eine schöne Kappe hinten drauf, Gummi. Eine schöne, gute, tiefgeschnittene Fischhaut und eine hervorragende Schussleistung. Mehr kann man eigentlich nicht machen, meiner Meinung nach. Die Brenner 20 ist so ein bisschen die Weiterentwicklung der Brenner 18, glaube ich, vom letzten Jahr. Es gibt ein Video auf unserem Kanal. Ich würde jetzt das erste Mal dieses Jahr Keule gegen Knifte spielen. Das bedeutet, du kriegst das Mikrofon und ich krieg die Brenner 20. Wir tauschen jetzt mal. Ja. Zack. So, zack. Gucken wir mal rein. Ah, 3-Stellungssicherung. Also ganz klar, ne? In dieser Position, Kammer kriege ich nicht auf. In dieser Position wäre sie jetzt scharf. So kann ich die Kammer checken. Richtig. Zack, ist leer. Erstmal herzlichen Glückwunsch von der Haptik. Ist schon mal ein richtiges Gewehr aus Holz und Stahl, so wie es sich anfühlen soll. Ganz klar, man sieht so, für mich gefühlt ist dieses Ding für die Drückjagd entstanden. Kurz und führig. Ja, was haben wir aber gesagt? Auch auf dem Ansitz. Man kann also im Ansitz, man eckt nirgendwo an. Mhm. Selbst mit dem Schalldämpfer durch diesen 51 cm, also sprich 20 Zoll Lauf, sind wir voll da. Haben die Schussleistung im Kaliber 308. Die 308 ist optimal für diese Lauflänge auch, um die Energie rauszuholen. Perfektes Kaliber für kurze Läufe. Ich selber habe auch eine Drückjagdwaffe in 308. Bin da happy? Glaube ich. Schalldämpfer gewinnen, hast du gesagt, was ist das? M15x1. Okay. Absolut gängig. Also man bekommt jeglichen Schalldämpfer, sowohl Overbarrel als auch Standard-Schalldämpfer, ob Stahl, ob Alu, alles verbaut da drauf. Mhm. Und wie gesagt, dadurch, dass wir sie in 2 Varianten haben, mit und ohne offene Visierung, kann man entscheiden, was man möchte. Bei der Schäftung muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Ist ein Holz, was tatsächlich mir auch sehr gut gefällt. Das ist eine tolle Farbe. Darf ich sie mal abschlagen? Ja, klar. Einmal Schlossgang prüfen, alles. So, zack. Gucken wir mal, dass wir hier auch keinen Muzzeln. Ist ja bei Fachmessen immer so ein Thema. Richtig. Oder richtig. Oft auch gar kein Thema, obwohl es eins sein sollte. Ja. Zack, guck mal. Ne? Wo gucke ich durch? Durch ein Falke 1 bis 8 ist das, glaube ich. Ne? Ein 1 bis 8 mal. Klassisch, 24. Klassisches Drückjahr, wie Sie sehen. Ja. Zack, zack, zack. Läuft doch, oder? Schlossgang ist aber schön. Ja. Die ist wirklich schön. Man sieht einmal den Signalstift, ne? Ja. Wenn die Waffe, beziehungsweise wenn der Abzug gespannt ist. Genau, wenn der Schlagstück bzw. der Schlagbolzen gespannt ist, sehe ich hinten, dass sie halt dementsprechend einmal kann ich fühlen, einmal kann ich sehen. Genau, ist auch top, ne? Für, ja, auch für alles, was nachts unterwegs ist oder in der Dämmerung, ne? Genau. Einmal man der weiß, Daumen genau geht hin. In welchem Zustand die Waffe ist. Muss ich tatsächlich sagen, die gefällt mir, glaube ich, sehr, sehr gut. Einfach, weil ich finde, das ist ein tolles Gesamtpaket. Ich finde, die sieht total wertig aus. Ja? Fühlt sich wertig an, nichts klappert, nichts rasselt. So, ich finde, ganz attraktiv generell. Gut, jetzt bin ich nicht der größte Vertreter meiner Zunft. Trotzdem nochmal einen kurzen Lauf. Ne? Also wirklich führig, das Ding. Fischhaut am Griff. Auch eine schöne Kappe. Schöne Gummierung habt ihr da drauf. Ja. Und eine Picatinny-Schiene halt oben drauf. Ne? Das von daher, also alles passt richtig drauf. Alles passt, schnell zu montieren. Alle gängigen Montagen sind machbar auf der Waffe. Magazin zeige ich einmal. Es gibt keinen Knopf an der Seite, sondern es gibt eine Verriegelung unten, die man öffnen kann. Ne? Richtig, dann fällt es auch schon raus. Ist auch ein Polymer-Magazin. Ja. Ah, die finde ich schon gut. Und das Lustige ist, ich glaube, das Beste haben wir noch gar nicht gesagt.
Was ist denn der UVP überhaupt? 799 Euro. Und ich glaube, das ist unschlagbar. Das ist eine Wucht, oder? Also eigentlich ist es die perfekte, der perfekte Repetierer für Jungjäger. Ja. Zum einen, also erstmal da, wo das Geld ja sowieso nicht locker ist. Wo richtig, man aber auch für den erfahrenen Jäger, jawohl, der eine preisgünstige und gute Waffe sucht, ist er da voll da und hat alles, was er braucht mit dieser Büchse für den Preis. Das finde ich total wichtig. Ich finde es gerade, also aus meiner Jungjägerschaft, aus der ich irgendwie gefühlt nie so richtig rausgekommen bin. Man kennt es ja irgendwie, du kommst von der Jagdschule irgendwie, du hast einmal für die Jagdschule schon viel Geld ausgegeben. Ja. Ne, dann merkst du, du musst irgendwie eine Waffe kaufen, die ist irgendwie teuer. Und dann, das Glas ist auch nochmal teuer. Also es ist, richtig, du verbrennst wirklich am Anfang erstmal Geld. Und viele stellen sich dann die Frage, ja gut, Hauptsache ich habe halt erstmal irgendetwas. Und diese Denke ist ja oft falsch, wie beim ersten Auto irgendwie. Du willst ja keinen Schrott kaufen. Nein. Ne, sondern du willst auch, selbst zu einem vernünftigen Preis, möchtest du ja was haben, was erstmal die Jahre überdauert, was anfassbar ist, ne, was irgendwie vernünftiges Produkt ist. Wo nichts klappert, was einen richtig guten Schlossgang hat, was einfach auch wertig und hochwertig aussieht. Und eine sehr hohe, ne, Präzision. Also die Waffe weist eine wirklich hervorragende Präzision auf. Und auch das mit bleifreier Munition. Also auch großes Thema. Großes, ne, Thema heute, genau. Also klar, geht nicht ohne bleifreie Munition. Und von daher ist es eine schöne Sache, ja. Und ich sag nochmal, es ist wirklich eine wirklich schöne Schäftung. Herzlichen Glückwunsch, wertiges Produkt. Ich glaube tatsächlich, ich muss eine haben. Das bekommen wir auch hin. Stefan, die Brenner 20, das Komplettpaket von eurer jagdlichen Eigenmarke. Kommt daher mit einem Schalldämpfer vorbereiteten Gewinde im 15x1. Ja. Offene Visierung, ja oder nein, für den Fall, dass ich jetzt statt einem normalen Schalldämpfer einen Overbarrel-Schalldämpfer machen möchte. Ja. Wirklich gelungene Schäftung, muss man sagen. Hier schön mit der Fischhaut. Butterweicher Schlossgang mit 3 Verriegelungswarzen, 3 Stellungssicherungen. Hier einmal noch mit dem haptischen Indikator für den Fall, dass es zum Beispiel mal dunkel ist. Picatinny-Schiene ist drauf. Magazin 2 dabei. Eines in 3 Schuss, das andere in 5 Schuss. Eine Gummipappkappe gibt es auch und ich habe gesehen, einen vernünftigen Koffer gibt es auch dazu. Korrekt, alles zu mit einem, dabei. Möchte man wirklich sagen, unschlagbaren Preis. Was hast du gesagt? 799 Euro. Unter 800 Euro. Ja. Das ist schon der Wahnsinn. Im Kaliber 308. Ja. Sei ehrlich, hast du eine gekauft? Selbstverständlich. Ich glaube, ich muss die auch erste, eine haben. Die erste, die gab. Liebe Leute, Brenner zeigt es mal wieder. In Dortmund auf der Westfalenhalle. Otto, Jagd und Hund mit der Brenner 20. Dem Komplettpaket für Drückjagd etc. im Kaliber 308. Stefan, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für eure Zeit. Denkt daran, abonniert unseren Kanal, drückt auf die dämliche Glocke und lasst vielleicht sogar ein Abo da. Stefan, oh, die nehme ich mit, ne? Ist klar. Tausche ich, ne? Kriegen wir hin. Keule gegen Hüfte. Danke dir. Alles klar, danke dir.